man muss auch einfach mal bedenken, dass sich in der Aquaristik etwas verändert hat. Ja, ich sag mal hier zum Beispiel bei meinen diffusionsgesteuerten Aquarien kannte ich es früher nicht, dass die nach Umrüstung auf Diffu-Light oder Diffusionsfilter oder filterlos, dass die Becken trübe wurden. Das kannte ich früher überhaupt nicht. Ja, und heute ist es ja fast die Regel, dass die Aquarien plötzlich trübe werden. Ja? Allerdings schiebe ich es darauf, dass eben heute bei den Pflanzen, dass es heute kaum noch Stängelpflanzen zu kaufen gibt. Wenn du Pflanzen zu kaufen kriegst, dann sind es Topfpflanzen oder In-vitro-Pflanzen. Ja, und beides sind quasi Emerse-Pflanzen. Ja, also In-vitro schon per se frei von irgendwelchen Mikroorganismen und Topfpflanzen als Emers gezüchtet, also außerhalb des Wassers gezüchtete Pflanzen, da befinden sich sowieso keine Mikroorganismen drauf. Ja, das heißt, dass einfach unsere Aquarien heute komplett verarmt sind an Mikroorganismen. Ja, und deswegen habe ich hier den Versuchsballon gestartet, Heuaufguss, mit einem klassischen Heuaufguss, diesem zu begegnen. Und das hat offensichtlich funktioniert. Ja, das 80er, das war ja am Anfang klar. Ja, da habe ich also auch andere Pflanzen reingesetzt aus anderen Becken. Da war es anfangs klar. Und dann hatte ich ja den CO2-Unfall. Ja, und bei diesem CO2-Unfall ist alles an Mikroorganismen, was in dem Becken war, einfach gehimmelt. Ja, also die ganzen Würmer, die da drin waren und alles an Mikroorganismen da drin ist gehimmelt, ist kaputt gegangen. So, damit hatte ich also quasi ein Mikroorganismen-Null-Level. Ja, und plötzlich wurde das Becken trüb, weil sich erstmal Bakterien aufgebaut haben, ja, ein Bakterienbestand und dann quasi in der Folge Ziliaten, ja, also Wimperntierchen. Und Wimperntierchen kommen alleine schon durch die Umgebungsluft rein als Zyste. Ja, also im Prinzip quasi die Ziliatenform der Artemia-Nauplien. Ja, weil das sind ja auch Zysten. Ja, das, also bei Zysten handelt es sich um normal lebende Organismen, die in einer Hülle eine Trockenheit überstehen. Lebend überstehen. Ja? Ja, Artemia Nauplien sind ja keine Eier. Also die Artemia Eier, wir sind ja nur fälschlicherweise, werden die als Eier bezeichnet. Es sind keine Eier. Ja, da sind lebende Artemien drin. Ja? Und diese lebenden Artemien oder Artemienlarven, die werden dadurch, dass man sie jetzt ins Wasser legt, schlüpfen die halt aus dieser Zyste, aus dieser Kapsel, ja, ja, und leben einfach weiter. Ja? Es ist nicht so, dass die erst frisch schlüpfen, also aus einem Ei, sondern es sind halt schon fertige Tiere, die quasi nur aus ihrem, ja, Trockenschlaf erwachen. Ja? Und so ist das mit den Ziliaten auch, ja, die schwirren hier überall in der Umgebungsluft schon rum, als Zyste, quasi als Trockenform. Und die sorgen dann letztendlich dafür, dass das Becken trübe wird, weil sie sich von den Bakterien im Wasser ernähren. Normalerweise würden diese Ziliaten aber von anderen Mikroorganismen wieder gefressen und dann würde es quasi wieder klar werden. Ja, und da diese nach diesem CO2-Unfall eben diese Mikroorganismen einfach nicht mehr da waren, ne, hat eben durch den Heuaufguss, konnte ich eben die Tiere wieder dazu holen, mit ins Boot holen. Jetzt zwar nicht die ganzen Würmchen, die vorher drin waren, aber zumindest halt Pantoffeltierchen und all so ein Zeug, die sich halt von diesen Ziliaten einfach ernähren. Und damit ist das Wasser klar geworden. Ne? So muss man sich das einfach mal vorstellen. Und ich denke mal, dass es im Prinzip ähnlich mit den Cyanos ist. Ne? Ja, also auch die Cyanos sind ja letztendlich Bakterien und haben letztendlich auch Fressfeinde. Ne?
Und deswegen habe ich hier zum Beispiel auch in jedem Aquarium, was ich hier aufgesetzt habe, hatte ich auf jeden Fall eine Cyanophase. Ja, und da ich da also einen kalten Arsch habe, ne, und da überhaupt keine Panik gehabt habe, sind die nach einer gewissen Zeit plötzlich genauso wieder verschwunden, wie sie gekommen sind. Ne? Ja, das ist normal. Ne? Also da muss man einfach einen kalten Arsch haben.